Oh, geh tot, bitte. Ich hab bitte gesagt. Ich hab bitte gesagt. Hallo meine Freunde, willkommen wieder bei The Evil Within, ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und irgendwen haben wir da gerade abgeknallt, ich weiß nicht wen oder was. Wir stecken mal wieder hier in unserem kleinen Zwangskajütengemäuer, das immer mehr in sich zusammenfällt. Entschuldigt immer noch mal ein bisschen meine Stimme, ich bin immer noch erkältet, es geht einfach nicht weg. Ich hoffe, das legt sich bald. Sonst raste ich nämlich irgendwann aus. Bewegt sich sehr komisch. Irgendwas ist hier anders. Ich kann nicht rennen. Ist hier niemand mehr? Oh, mein Tagebuch. Internes Gesprächsprotokoll, 13. März 2013. Ermittler Fee. Sie wissen, warum Sie hier sind. Detective Castellanos. Weil Sie Ihren Job nicht machen. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohung, Einschüchterung und physischer Gewalt. Ups. Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst, aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht die Einzigen. Was soll das heißen? Beschatten Sie mich weiter, dann finden Sie es bald genug heraus. Wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten. Sind wir hier fertig? Fürs erste Jahr, aber Sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und Sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Detective Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Ruvik? Oh, da hinten. Hier lang. Er redet mit uns. Welch völlig neue Wendung in diesem Blatt, was mich ein wenig misstrauisch macht. Und ich nehme am besten einfach irgendwas von den ganzen Sachen, die nicht zufällig schon leer sind. Dann hole ich mir halt eine Spritze rein. Ich habe keine Waffe, außer das Scharfschützengewehr, aber die zwei Schuss werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Na, wo sind wir denn jetzt schon wieder? In irgendeiner kranken Psycho... Hey, warte! Boah. Na herrlich, hier will man ja unbedingt liegen, ne? Die Körper aufschlitzen und dann schön das Wasser, das Wasser. Genau, das Wasser, es geht nur um Wasser. Das rote Wasser, ihr da seht, ist übrigens Wasser, ne? Kennt ihr das nicht? Mit in Lebensmittelfarbe. Ich meine natürlich Blut. Ich kam nicht drauf. Ich weiß nicht, wie ich bei so einem Spiel nicht drauf kommen kann, aber ich bin nicht drauf gekommen.
Aber hier ist Wasser. Leute, hier ist Wasser. Es war ein Zeichen, dass ich Wasser gesagt habe. Eine Wäsche würde ihm wahrscheinlich auch mal ganz gut tun. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Das fragen wir uns doch alles. Alle. Ich habe eine Sprachbehinderung heute hier, ist doch nicht wahr. Ups. Ja. Da ist die Dusche. Gut, das sind bestimmt alles nur Fastfood-Behälter. Da ist garantiert keine chemische Lauge drin, die uns direkt töten kann. Rennen wir hin. Ich kann schon nicht mehr sprinten. Hier lang. Hier lang. Ich bin unterwegs. Ich bin der Jüngste. Nicht nur das. Das Alkohol. Oh. Ach, du heilige Scheiße. Weiße. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Kapitel 15, das Angesicht des Bösen. Es müsste jetzt angeblich, oder eigentlich, das letzte Kapitel sein. Bin ich ja mal gespannt, ob sich das jetzt bewahrheitet. Wir machen uns auf jeden Fall mal auf den Weg. Ist das eine Zombie? Boah, das ist gar kein Zombie, das ist Dingens. Warte mal, ich kam jetzt so nicht hin. Ich muss hier wahrscheinlich rüber. Warte mal, hier ist auf jeden Fall hoffentlich wieder so ein Glibberkram, Alter. Ich brauche Munition. Drei Schuss für die Pumpgun. War immerhin besser als gar nichts. Hä? Wo ist er jetzt hin? Oh mein Gott. Dann gehen wir mal rein in das super tolle Castle hier. Ein gewohnter Anblick. Ich hab's gewusst. Was? Was hast du gewusst? Hallo? Ich steuere dich. Kannst du mal bitte mit mir sprechen? Ich weiß nämlich nicht, was du meinst. So. Wo ist jetzt die Empfangsdame hier? Hallo? Hallo? Ich möchte einchecken, bitte. Okay, Spritzer hat sie mir da gelassen. Sehr nett. Drei Munition für die Pistole. Nochmal so ein scheiß Glibber. Oh, da war die Empfangsdame gerade. Gut, dann beschwere ich mich halt nicht mehr. So, hier hat alles angefangen. In diesem doofen Raum. Okay, hier hinten waren wir aber vorher nicht drin. Oh, Munition, Munition, Munition. Oh, saftig. Damit können wir wieder ein paar Leibe zerfetzen. Oh Gott, ich gehe auch noch richtig. Oh, ich hasse es immer, wenn ich zufällig in die richtige Richtung gehe. Ja, und wieder nach unten, ne? Oh, ich bin doch gerade erst hier oben angekommen. Hier war es doch so schön. Ah, das ist wie in diesen Horrorfilmen, ne? Warum geht man in den dunklen Keller? Bleibt doch einfach in dem Raum mit dem Licht. Nein, nein, geh noch einen runter. Ich gehe noch einen runter. Und das geht nur ein paar Meter. Die Musik stimmt schon wieder liebevoll ein, dass gleich irgendwas Doofes passieren wird.
Wobei ich mich wieder mörderisch bestimmt. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ja, das nutzt ja nur alles nichts. Uah. Geradeaus kam ich jetzt natürlich nicht durch, oder? Ich gucke lieber nochmal nach, liebe Freunde. Doch, da kam ich durch. Ach, hier steht nur was. Bisschen Muni. Ja, hier will mich wohl sichtlich wieder jemand auf irgendetwas vorbereiten. Hier waren wir schon mal. Aber dann wollen wir diesmal ja nicht wieder rein, nicht wahr? Warum? Ich gehe jetzt den ganzen Weg hier wieder ab. Ganz am Anfang, liebe Freunde. Erste Folge, wenn ihr euch daran erinnert. Huch! Da steht da wieder dieser Vogel, ey. Hä? Bin ein wenig verwirrt. Dinges. Ja, sehr gut, lass mich mal wieder raus. Kam ich jetzt hinten nicht weiter? Bitte, ich möchte nicht durch das scheiß Wasser warten, ne? Doch, hier ist auch noch eine Tür, aber die ist zu. Hier geht's lang. Hier geht's auch nicht viel weiter. Scheiße. Nichts. Ich muss tatsächlich hinten wieder durch das Wasser warten. Halt! Hier lag was. Buch. Neuere Notiz aus Kanalisation. Träumst du immer noch von Flucht? Wo sie so zum Greifen nah ist? Was nützen die Träume, wenn dein Körper hier liegt und sich nicht bewegen kann? Ja, sehr aufmunternde Worte. Ich komme hier schon irgendwie raus. Vor allen Dingen, wenn ich mal irgendwie verstanden habe, was hier überhaupt abläuft. Kann ich hier nicht hochklettern? Bitte? Nein. Okay, ich werde hier komplett durchwarten. Ich mache gerade einen Fehler. Ich gehe... Ne, da hinten ist eine Leiter, oder? Ne. Ne, ich komme hier nicht weiter. Ich bin auf dem falschen Weg. Und ich gehe trotzdem weiter. Hier kam ich doch her. Ich kam noch gerade nirgendwo lang. Habt ihr da gerade irgendwo gesehen, dass ich lang kam? Oder war ich gerade einfach nur zu doof, da wieder raufzuklettern? Also schnell durch Wasser bewegen kann er sich nicht. Kannst du hier nicht irgendwie hoch? Nö. Keine Chance. Dann gehen wir mal wieder hoch.
die Tür geht nicht. Ich probiere jetzt die eine verschlossene. Die ist wahrscheinlich gar nicht verschlossen. Sie sah nur verschlossen aus. Ne, die ist zu. Oh, zu einfach, oder? Zu einfach. Hauptziel zu sein scheint das hier auch wieder nicht. Liegt bloß wieder überall Munition rum, also... Wenn das wieder ein Zeichen ist. Oh, wenn ich an die letzten fucking Monsters denke, ne? An die Monsters. Na, ich hab schon gar keinen Bock weiter zu rennen. Wie hässlich, grässlich muss denn wohl das scheiß Vieh sein, was jetzt im letzten Kapitel kommt? Hier kam ich damals nicht durch, weil ich noch keine Waffen hatte, oder? Doch, ich habe keine Ahnung. Jetzt wird's schön. Alter Schwede, das kann keiner erzählen, dass hier ist ein normales... Was ist denn hier alles? Boah, da läuft's mir eiskalt den Rücken runter. Wenn da die scheiß Türen hinter einem zufallen und die auch wieder... Was geht da ab? Tür 1 oder Tür 2? Ich nehme Tür 1. Irgendwelche Fallen? Nichts. Nur Munition. Und? Wie so ein tolles... Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte, war es schon zu spät. Ich war so nah dran. Er wusste es. Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte. Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen. Des Apparats, den ich hätte bauen sollen. Meine Daten, meine Ausrüstung, meine Theorie, mein Geist. Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt mit einer neuen Dimension der Qual. Frohlockende Informationen. Und wir finden jetzt wahrscheinlich gleich dieses Gerät oder was auch immer dieses Gerät zustande bringt. Wenn wir denn die 5000 Millionen, Abermillionen Räume durchquert haben. Fahrstuhl. Bitte nach oben. Nach oben. Ja, danke. Puh, vielleicht sehen wir ja wieder Tageslicht. Ja doch, auf den Glockenturm nach oben wäre cool. Das wäre ja rein logisch, oder? Okay, hier ist nichts für mich. Mensch, geh doch da rein. Wir sind immer noch nicht oben. Wir sind jetzt im Inneren dieses ganzen Gewölbes. Jetzt geht's hier wieder nach unten. Ich bin doch gerade von oben gekommen. Ich renne jetzt nicht ernsthaft für so ein bisschen Juice hier runter. Und für ein Kartenfragment. Also, wenn diese Kartenfragmente wirklich immer bei irgendwelchen unwichtigen Gängen rumgelegen haben, dann dürfte ich
keine Ahnung, über die Hälfte nicht haben. Ja, er ist erschöpft. Kauf den Snickers, Mann, und heul nicht rum jetzt. Komm, los, los. Put, put, put. Da drüben liegt auch wieder... Ich muss mal die Turtles fragen, ob die zufällig was von ihrem Gemisch da vermissen. Huch. Leslie? So langsam wirkt er unheimlich. Erst kam er mir so wie der Opfertyp vor hier in dem Ganzen und jetzt habe ich so das Gefühl, dass der Typ mir gleich rücklings ein Dolch in den Rücken jagt. Guck mal, hier liegen schon wieder so viele Sachen rum. Hier natürlich nicht. Hier könnte ich mich einfach nur auf eine Bank setzen und ein bisschen ausruhen. Gibt's hier was? Nö, auch nicht. Hätte ja sein können, ne? Dann gehen wir mal mit in die Gemäuer. Oh, Kontrollpunkt. Haha, ich kann hier links durch. Kann ich nicht. Ich gehe mittig durch. Ganz freiwillig. Hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Oh mein Gott. Ungefähr so sah es da auch aus, ja. Genau, dieses schöne Licht. Dieses harmonische. Alter, halt die Fresse. Hey, verdammt! Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Oh. Oh Gott. Was denn jetzt? Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Du kanntest den noch gar nicht. Wie sind wir jetzt auf einmal reingekommen? Jetzt ist hier wieder alles hell. Oh Gott. Ach du Scheiße.
schon. Pistol Moon, damit ich da was aufheben kann. Oh, Alter. Mensch, ist jetzt gut, hast den Treffer gelandet. Und jetzt fühl dich. Du hast so viel Fett in deiner Fresse, dass ich tatsächlich nicht mit einer Kugel es hinkriege, dich zu töten. Wo ist der Typ mit der Gatling da? Alter, stimmt. Ja, und der ballert. Scheint. Oh, fuck, die Pumpkin, die Pumpkin, die Pumpkin. Ich hoffe, du bist jetzt endlich tot, du Scheißvieh. Die haben alle Munition fallen lassen und ich Idiot renne hier noch blöd rum. Nein. Und wieder geht's los. Ich muss hier weg. Was ist denn der Typ? Munition alle? Boah, da fick die Hände, ne? Ich raste gleich. Was hab ich jetzt noch Munition? Und der nächste kommt jetzt hier auch gleich hoch, ne? Fuck. Bleib doch mal da hinten. Jetzt kommt der auch hoch. Nee, kommt doch nicht. Alter, ich krieg den nicht, weil der so behindert steht. Da das der letzte war, dürfte jetzt wieder das nächste Gimmick kommen. Ich muss da noch ein bisschen Munition rumlegen. Hier unten darf ich doch gar nicht hin. Ich brauche keine Flasche, Mann. Jetzt kommt die nächste Welle. Heilige Scheiße, ey. Munition alle? Nein. Oh, doch. Fuck, Mann. Oh mein Gott. Ist das dein Scheiß Ernst? Ja, es ist dein Scheiß Ernst.
Alter. Oh, fuck. Leute, ich habe ein ganz kleines... Ich glaube, den Typen interessiert das nicht so wirklich, ob ich ein Problem mit ihm habe oder nicht. Wo ist er denn? Oh. Scheiße, so lange ist der doch niemals eingefroren, oder? Scheiße, ich sag's ja. Hilfe! Er ist immer noch nicht tot. Er ist immer noch nicht tot. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht wie. Fuck. Komm schon. Er ist tot. Leute, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist so tot. Ich brauche Munition, bevor das nächste kommt. Boah, ich bin so hektisch, Leute. Es tut mir leid. Ich habe so das Gefühl, ich sollte mich auch ein bisschen beeilen. Zum Glück sind die anderen Viecher da alle bei Mitschrott gegangen. Die Spritzen sind noch voll. Ich habe die doch gerade eben erst wieder eine benutzt. Ah, okay. Dann habe ich sie wahrscheinlich intuitiv schon aufgenommen. Einsammeln. Ich lasse nichts mehr hier. Hier unten liegt nichts mehr. Nee, aber schon wieder eine Spritze. Warte mal, dann kann ich mich ja restlos auffüllen. Da oben kommen wir jetzt nämlich lang. Ja, die brauche ich ja wieder. Ich fülle mich restlos auf. So, Freunde. Oh. Hier sieht es natürlich viel besser aus. Was denn jetzt? Seht ihr schon, wo hier das Böse ist? Was jetzt? Was denn jetzt? Wollt ihr mich eigentlich... Hä? Da oben drin? Oh. Na geil! So eine Kackviecher. Scharfschützengewehr, komm. Na komm, 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 noch was vom Boss. Weg. Alter, er ist ein kleiner Lacker, ne? Ja, komm noch mal her.
Wo ist er denn? Okay, das ging ja noch. Ich habe jetzt gedacht, hier wartet jetzt gleich das übelste Monster auf mich. Ging ja nochmal gut. Das ist doch schon wieder der Haupteingang von dem ganzen Scheißding. Oh. Das war erstaunlich tief. Und er hat sich erstaunlicherweise nichts getan. Naja. Liegt überall Munition rum und diese kackalten Fallen, diese Kreiseldinger, die jetzt komischerweise mal ausgeschaltet sind. Das verheißt doch wieder nichts Gutes. Hier ist eine Tür. Ups. Wer packt denn hier diese Fallen hin? Na, geh rüber da. Ja, sehr, oh, steht immer erstaunt vor diesem Bauklotz. Ein bisschen Munition. Hier auch noch. Was hier? Hier noch ein bisschen was zum Herstellen. Dum, 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 dum. Ah, noch mehr. Und da ist nochmal Scharfschützenmunition. Halt! Hat nicht alles mitgenommen. Was denn? Ah, ich kann nachladen. Gut. Dann ist hier, glaube ich, jetzt nichts mehr. Da hinten ist eine Tür. Ach, hier doch noch. Und schon bin ich blind. Na? Die Tür ist weg. Oh, ja, geil. Oh, Alter. Ach ja, zwei! Zu! Ah, jetzt kommen sie von da. Aber nicht mit mir. Renn doch nicht so. Alter, der ist voll am Absprinten da. Oh fuck. Lass mich da hoch. Alter, gegen die Viecher hilft nichts, oder was? Oh mein Gott. Habe ich nichts anderes mehr? Oh, hallo? Oh, da. Hallo? Oh nein, die haben ihre Fallen gelegt. Was jetzt? Oh, fuck, das Ding ist voll mit Blut. Und hier auch. Kann ich noch einen herstellen? Ja.
Ende. Das ist doch nicht der fucking Ernst, das hier passiert. Oh, geh tot, bitte. Ich hab bitte gesagt. Ich hab bitte gesagt. Scheiße, scheiße, scheiße. Hab ich noch irgendeine? Da ist noch eine Knarre. Oh. Heilige Maria, Mutter Gottes. Leute. Oh, das waren... Ich... Gut, ich freue mich jetzt schon auf die Zigarette danach. Wo geht's jetzt hin? Kann ja nicht schlimmer werden, wa? Zwei von diesen fucking... Was jetzt? Ruvik. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Oh, scheiße, das Auge. Da sollte ich ja mich irgendwie vorsehen. Ich denke, ich bin jetzt einfach mal schlau. Drinne. Hier außen rum. Dann. Nicht anhalten. Doch. Genau. Bin ich da fast da reingelatscht, ne? Was ist denn jetzt? Hä? Was habe ich denn jetzt getan? Das Ding kommt nur bis dahin. Das Ding in der Mitte ist zu. Achso. Hier komme ich jetzt außen rum. Hier komme ich doch nicht weiter. Oder was? Wie soll ich denn da durchkommen? Also muss ich doch hier lang. Damit ich hier außen lang komme, oder was? Nee. Das Ding fährt quer darüber, da komme ich niemals lang. Und jetzt? Hat sich hier irgendwas geändert? Ja. Es liegen hier andere Sachen. Oh. Okay, warte, warte, warte. Das muss ich anders machen. Oh, fuck.
müsste ich ja jetzt so lang kommen. Und theoretisch. Okay, ich bin da so lang gekommen. Was denn jetzt? Ja, es ist wieder so. Dazu sage ich jetzt nichts. Was war das denn für ein Scheiß? Ich wusste doch gar nicht, dass ich wieder steuern kann. Der war ja schlau. Jetzt bin ich wieder in diesem Vorgarten. Und geh wieder rein. Ich weiß nicht, wie oft ich da heute schon reingegangen bin. Streichhölzer. Oh. Für ein Feuerchen. Nee. Speichern. Warum denn jetzt speichern? Hat das was zu bedeuten? Ich speichere mal. Nö. Eigentlich muss ich da nicht. Oder? Oder? Nö. Und wieder nach unten, wa? Ne, noch weiter nach oben. Okay. Jetzt geht's nach oben. Jetzt geht's richtig nach oben. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Ja. Für Leute mit Höhenangst auf jeden Fall nicht das Richtige. Wie hoch geht denn das noch? Oh mein Gott. Was ist das denn? Da unten die Kacke kennen wir. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist... Wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Ach, du Heilige. Leslie, halt! Leslie!
Wesley! Ach du Scheiße. Oh mein Gott, es ist nicht der Ernst. Ja, das war doch schön. Das habe ich jetzt direkt wieder geschafft. Alter, wie... Wo soll ich denn im Voraus ahnen, wo ich da langrennen soll? Vollpunkt ist aber nett. Lecker. Wo lang denn? Jawohl, ich komme an eine Knarre, ich glaube es nicht. Na, ich war noch nicht fertig. Halt dich fest! Ach du Scheiße. Ja, komm schon. Gut, das also auch nicht. Ach ja.
habe ich direkt beim ersten Mal richtig getroffen. Dem wächst jetzt ein neuer Schädel. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ruvik. Oh, was jetzt? Ich erledige das. Tritt drauf. Los. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Was? Da ist noch jemand aufgestanden. Wer? Leslie Withers. Oh. Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. Ja.
Oh, Scheiße. Hättest du mal doch umgebracht, wa? Scheiße. Und die Welt lebt doch noch. War das ein Psychodebakel? Ja, liebe Freunde, das war denn auch The Evil Within, das letzte Kapitel geschafft. Krasse Story, echt gut ausgedacht. War für mich natürlich auch, ihr habt selbst gemerkt im weiteren Verlauf, wirklich echt viel Horror, aber ziemlich viel Splatter, um ehrlich zu sein. Also Blut gab es hier wirklich nirgendwo zu wenig. Ja, an sich bin ich froh, dass ich aus diesem düsteren Debakel teilweise raus bin. Andererseits schade, weil dieser kleine Wichser da ja noch abgehauen ist. Aber sonst fand ich die Story echt gut. Gameplay hat mir auch ganz gut gefallen, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, aber das habt ihr, denke ich mal, alles gemerkt, was da teilweise nicht so ganz gut funktioniert hat. Ansonsten durch und durch doch ein gutes Spiel. Da bereue ich keinen Euro, den ich dafür ausgegeben habe. Ja. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, euch haben die ganzen Folgen, das Spiel an sich und natürlich mein Gequatsche ein wenig in die Atmosphäre des Spiels mit reinbringen können. Würde mich freuen, wenn ihr das dann dementsprechend auch positiv bewertet. Wenn nicht, dann eben negativ. Ne? Lasst mir auf jeden Fall ein Feedback da. Ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen, damit ihr dann keine weitere Folge irgendeines anderen Projekts von mir erfahrt. Ich habe ja nebenher noch Batman zu laufen oder Arma 3 nebenher. DayZ Standalone, wenn sie denn endlich mal so fertig ist, dass man da auch länger spielen kann. Ja, und natürlich sonst auch immer Großprojekte, die kommen. Die kündige ich aber natürlich wieder an. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.